Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde! Genau, ja, welche Mission spielen wir heute? Mal schauen. Also eine haben wir jetzt tatsächlich schon gemacht, meine Aufnahme hat aber nicht funktioniert. Das haben die ja schon gemerkt. Genau. Missionsgebiet, hier sagen die Thermometer. Thermometer. Der Thermometer. Ah, hier. Tanglewood Street House. Gegenstände keine. Ein kleines einstöckiges Haus mit 3 Schlafzimmern und einem Keller. Sie haben eine E-Mail von einem Freund erhalten. Er sagt, dass hier auf jeden Fall eine Art paranormale Aktivität existiert. Dein Kopf ist im Weg. Dieser Geist klingt gefährlich, also seien Sie sehr vorsichtig. Sammeln Sie Beweise und verlassen Sie den Ort so schnell wie möglich. Weitere Infos bei Ihrer Ankunft. Ja, es ist natürlich doof. Ob wir vielleicht auch Salz brauchen? Ich hab's mitgenommen. Also ich habe auch ich habe mein Feuerzeug mitgenommen. Du hast das Feuerzeug gekauft, ne? Ja. Feuerzeug ist auch mega billig. Das Problem ist. Nee, ich spare. Und dann Thermometer. Ja, weil ein Thermometer kostet $30, ich habe nur 20. Ey, was für ein teures Thermometer ist. Gut, ich bin bereit. Gut, ich auch. Bin hier keine. Ah. So, optionale Ziele. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Gut, dass ich das Feuerzeug gekauft habe. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Kruzifix. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes George White. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Sieht schon wieder so aus wie das Haus davor. So, was haben wir noch hier? Eine Kamera. Feuerzeug. Mhm, da brauchen wir ja auch das Feuerzeug, ne? Wir brauchen ja keinen Geist. Doch. Ich kann irgendwie nur 3 Sachen nehmen. Ja, ich auch. Ich habe hier einmal wieder dieselben Sachen wie vorhin. Taschenlampe, Geistersprecher und Geigerzähler. Ich habe UV-Lampe, Kamera und Feuerzeug. Geister-Geigerzähler. Joa, dann, Ja, das ist derselbe Aufbau wie beim letzten Haus. Haben die alle nur diese Einhäuser? Ja, vielleicht diese Townhouses sind bestimmt alle gleich. Weil die Farm dürfte nicht so aussehen, dann wäre ich enttäuscht. Nee, das ist ja auch zweistöckig. Ach, ich mache gleich mein Geisterthermometer an hier. Ah, ich kann die Kerzen hier nicht anzünden. Du musst tatsächlich extra... Ah, doch, jetzt. Boah, wollte ich schon sagen, ey. Eine Kerze habe ich... Anscheinend geht nur eine Kerze anzuzünden. Okay. Erstmal über Lichtern machen auch wieder. Ja, alte Taktik. Offensichtlich. Das ist ja wie das Haus vorhin und da sehe ich nicht, wo der Sicherungskasten ist. Dann geht das Licht halt nicht, dann ist das so. Hast du eine UV-Taschenlampe? Ja. Oh, Küche. Komm mal. Also zumindest habe ich 2 Ausschläge. Wieder weg. Hier. Und hier so reingehen. Verloren. Oh, voller Ausschlag. Das ist der Raum hier.
Okay, dann stelle ich hier irgendwie mal die Kamera auf. Genau. Leuchte hier vielleicht auf den Bogen? Ja, auf die. Ich dachte mir, aufs Auto ist vielleicht das Schlechteste. Ein bisschen höher, ich sehe nichts. Was denn? Dann. Ja, dann gehe ich mal raus, ne? Ich muss wieder mit dem Ja, ich bin der Überwacher. Also da geht's raus. Nicht, dass du wieder weg bist. Nee, er ist noch da. Komm, wir machen die Kraft noch rüber. Natürlich doof. Ah, ich sehe gar nichts mehr. So. Wie hieß der Edgar White, ne? George White. George White. George White. Ist hier jemand? Möchte jemand mit mir sprechen? Nee, ist keinerlei Gesamtaktivität zu verzeichnen. Geister sind doof. Ist der George White? George White. Sprecht es vielleicht falsch aus. George White? Ich glaube, er ist einfach nicht in dem Haus. In dem Raum. Oh, warte, es kommt eine kleine Geisteraktivität gerade. Ja, weil ich jetzt auf das Ding hier gewechselt bin. Steigt. Sag nochmal seinen Namen. George White. Nichts erkannt. Oh, jetzt geht er weg. Georgie Boy. Ist hier ein Geist? Oh, ja. Voller Ausschlag, voller Ausschlag, voller Ausschlag. Okay, er hat die Tür zugemacht. Der kann Sachen bewegen. Wollen wir nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Kerze ausblasen. Ja, hier ist keine Kerze. Und wir müssen noch rausfinden, welcher Geist es ist. Ich nehme mal das Journal und komme zu dir. Genau. Vielleicht schreibt er ja da nochmal rein und vielleicht sehen wir noch Fingerabdrücke. Kannst du was sehen mit dem Ding, mit der Lampe da? Ein bisschen, ja. Erschrecken. Nix ist da irgendwo hin. Ja, ich dachte hier auch. Achso, hier in dem Raum war es. In dem Raum war das, ja. Kannst du hier mal auf die. Ich wollte hier nochmal nach Fingerabdrücken gucken. Ja, ich gehe da mal raus. Hab auch gerade hier kein Signal. Kamera noch mal mit. Keller waren wir noch nicht, ne? Ich mach keine Keller. Ach, da ist der Sicherungskasten. Da muss er im Keller gewesen sein. Soll ich da? Oh, Telefon. Boah, dann komme ich hoch. Wie kann ich denn laufen? Ich wollte gerade runterkommen. Wenn das Telefon oben klingelt? Ja, 2, 5. Ausschlag. Mikrowelle. Da macht sich gerade. Oh, es ist kalt. Es ist kalt. Ja, es gibt mehrere Geister, die kalt sind. Hast du das Buch noch mal zum Hinlegen? Ja, es ist auf dem Waschdings. Hier mal was wegschmeißen. Auf jeden Fall ist es kalt gewesen. Ach, scheiße, die Kamera ist aus. Hm? Das Licht noch nicht angegangen. Ich
Kamera in der Küche ist aus. Kannst du sie einmal anstellen? Oh. Ist wirklich kalt. Wie mache ich denn die Kamera an hier? Mit Linksklick oder, nee, Rechtsklick, glaube ich. Wenn du sie, kann sein, dass du die hochheben musst. Nee, das ging auch so. Mir ist gerade scheiße kalt. Voller Ausschlag. Nicht die mit so Filme siehst ah, du. Ah, ich sehe dich. Ja, ich sehe, was du siehst. Also. Sag nochmal seinen Namen. Ich kann nicht alles gleichzeitig bewegen. Sorry. Kann ich die Kamera halten und währenddessen hier irgendwie was sagen? Geht nicht. Kann auch. Jetzt die Kamera wieder aus. Oh. Deshalb muss ich mir das Gerät wieder nehmen. Ah, ja, das ist aber gut positioniert. George White, mir ist kalt. Eine Tür gehört? Hast du gerade eine Tür geöffnet? Das Ding in die Hand nehmen. Es ist gerade wieder keine Geisteraktivität verzeichnet. Wir sind die schlechtesten Ghostbuster ever. Du bist ganz schön irre schon. Ja. Wie irre? 50%. Geht noch. Aber jetzt kommt wieder eine Geisteraktivität langsam. Könnte ein Phantom sein. Wieso? Was macht das Phantom? EMF Level 5 und Gefriertemperaturen. Da bräuchte man noch einen Geisterorb. Eine Banshee. Hier, da hätten wir noch Fingerabdrücke. Fingerabdrücke hast du nicht gefunden? Bis jetzt noch nicht. Geisterorb sieht man wahrscheinlich nur auf der Kamera. Ja. Also eine Banshee oder was war das andere? Phantom. Also wir bräuchten ein Geisterorb oder Fingerabdrücke, um das jetzt sicher zu machen. Ist der nochmal? Ich muss nochmal. George White. George White. Heinrich an George White. Oh, mir wird wieder kalt. Georgie Boy. Komm her, wir wollen spielen. Hier waren auch noch Fotos. Ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, am Telefon. Ne, hier in der Ecke muss da sein. Ist die Kamera doch drauf. Passt, ne? Hm. Ah, ich glaube, wir haben ja noch die andere Kamera. Ich komme mal mit der rein. Dann gehe ich. Brauchst du mich noch? Dann gehe ich raus. Ich brauch dich immer. Ich bin doch so Schisser. Ja, weil nicht, dass ich irre werde, weil du meinst ja schon, ich war schon mal 50. Du musst ja nicht, ich sehe hier gar nichts. Dann leuchte ich. George White. Bist du automatisch aus, oder? Ja. Nee, es löst nicht automatisch aus, ich muss auslösen. Hier, vier. Hier bei mir ist, glaube ich. Ich hab nur noch ein Bild. Komm mal hierher, in den Raum rein bei mir. Fotografie aus meiner Position hier den Raum. Also den da genau. Hier mal weg. Und? Nee. Ich habe keine Fotos mehr übrigens. Hm. Toll, was du? Ich guck nochmal nach Fingerabdrücken. Küche war jetzt oft. Ja. Oder Keller.
Ja, war beim Sicherungskasten, aber da muss ich Licht ausmachen. Nee, Fingerabdrücke müsste ich ja. Sicherungskasten, welcher ist das? Ist der? Ich mache hier Licht aus. Was ist der Sicherungskasten? Da, wo er leuchtet. Ah, da, das. Darum. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Ich glaube, es ist eine Banshee. Sagen wir, das ist eine Banshee? Haben wir noch irgendwelche Optionen? Ja, entweder ist es eine Banshee oder dieses andere Viech. 50-50 Chance. Ja, es ist im Keller. Ich höre jemanden die Treppe runtergehen. Ich gehe hier jetzt raus, ich finde das eklig. Meine Kamera. Scheiße, er hat mich. Okay. Bin da mal weg. Oh Gott, ich hoffe, ich hab das Kind nicht geweckt. Es schläft noch. Das ist das Gefährliche an diesem Spiel. Hier ist jetzt alles neblig. Heinrich, ich weiß nicht. Ich sehe dich nicht, du bist tot. Oh. Was sehe ich denn bei dir? Oh, ich habe einen Geisteszustand von 16% jetzt. Vielleicht sollte man wechseln oder so. Ich habe ein Fragezeichen. Hau ab, Heine. Nee, warte mal, ich muss erstmal eintragen. Was hatten wir jetzt alles? Und wir hatten du hast Fotos gemacht, okay. Aber ich habe keinen Geisterort gesehen. 5. Fingerabdrücke hatten wir nicht. Geisterbuch hatten wir auch nicht. Temperatur. Und ich sag, also ist das ein Banshee oder ein Phantom? Ich sag Phantom. Was ist der Unterschied zwischen? Okay. Sagen wir mal, es ist ein Phantom. Du bist ja jetzt wahrscheinlich eh du. In der Geisterwelt. Keine Ahnung. Ich fahr jetzt. Und Phantom, wenn ich höchstens normal machen. Und? Welcome back. There's some jobs ready for you. Fotos? Du hast Fotos 20. geschossen. Es gab $10. Ah, okay. Versicherung. Mhm. Ach, der Geist war ein Phantom. Da steht's ja. Sehr schön. Wir sind gut. Hast du auch Geld gekriegt? Ja, $20. Warum hast du 20 gekriegt? Auch weil du tot begangen bist wahrscheinlich, ne? Du hast mehr gekriegt. Ja, Aufgabe 1 und 2. Jetzt wüsste ich natürlich nicht mehr, was Aufgabe 1 und 2 ist. Das eine war wahrscheinlich rate den Geist und... Ja, finde heraus, welcher Geist es ist. Und das andere war, glaube ich, Beweise sammeln. Ich habe jetzt $45. Anzahl der Geister. Zahl von Geister. Jagen ein. Oh, da war gerade auch was mit hell und im Dunkeln und bei Licht. Kann sein, dass du mehr Punkte kriegst, wenn es dunkel ist? Das kann sein, ja. Wir sind Schisser. Jetzt fahren wir kurz. Wollen wir noch einen machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, einer von uns kauft sich ein Thermometer. Ja, aber dass es kalt ist, das hat man ja gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wofür man ein Thermometer braucht. Aber ich kaufe. Er ist auf jeden Fall angegeben. Also wenn du es nicht... Kaufst du es, oder? Ja, ich kaufe. Ich habe $65. Bin reich. 45. Kann sich noch ein Geisterbuch kaufen? Aber wir haben noch eins. Ja, wenn du es an mehreren Orten zum Beispiel positionieren möchtest. Weil umso mehr Sachen du hast, umso öfter musst du hin und her laufen. Ja, ja. So. Aber du kannst natürlich das an vielen Orten irgendwie positionieren. Aber ich kaufe noch das Seil. Okay. Oder ein Kruzifix! Oh, ich glaube, das mal. Nee, ich kaufe Räucherstäbchen. Ich kaufe das Kruzifix! Kann ich mich sagen, Geist, ich spanne dich! Bei Gondor! Oder so.
Ich spare noch ein bisschen. So. Ja, ich habe noch 5 Dollar, also eine Pizza reicht's für mich. Okay. Edgefield. Teamgröße 2. Thermometer. Ja, habe ich. Oder das Farmhaus. Auch Thermometer. Und hier auch. Warte mal, hier ist Teamgröße 2. Ist alles jetzt Teamgröße 2. Oh, gibt es Spiele später dann Level mit 4 Leuten? Ach, nö. Jetzt, wir wollen es alleine spielen. Kein Bock auf andere Leute. Dann nehmen wir jetzt das Farmhaus. Ja. Ich bin mal bereit. Toll, du bist die ganze Zeit im Haus und mich tötet der Geist, ey. Ja, wer hat da was gegen dich gehabt? Vielleicht hat er sich mit mir locker gut unterhalten. Keine Ahnung. Aber ich bin ja eh fast... Er ist bestimmt Sexist gewesen. Wahrscheinlich, ich bin ja eh fast abgetickt gerade. 15% hatte ich noch. Das ist nicht mehr viel. 15. 15 war es. Als ich im LKW war, hatte ich 15. Oh. So. Warum habe ich hier... Bei mir lebt das Spiel immer noch. Dann habe ich... Ach du. Ah. Jetzt kommen auch die Gegenstände. So. Entdecken Sie welche Art Geist? Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand von unter 25%? Das kriege ich hin. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen? Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader? Ich hab das. Ist du gerade was? No. Wir sind hier bei einer Aufnahme, da kannst du doch nicht fressen. Ich bin frustriert, ich wurde umgebracht. Kannst du nicht, wie hieß der, Olli? Nee, Olli war das nicht. Ach, keine Ahnung. Der Geist heißt David Thomas. Und er scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Das ist doch nett von dem. So, ich habe schon Taschenlampe. Ich nehme mir den Schlüssel. Was habe ich noch? Wo ist denn das Kruzifix? Ist das vielleicht so ein Dauerauszustand? Keine Ahnung, ich kann nur. Ich habe eine Lampe und Dingsbums. Wo ist das Kruzifix? Das kannst du vielleicht erst dann einsetzen, wenn dich einer angreift? Dann müsste ich es doch auswählen. Doch irgendwie. Oder ist das so ein Dauertalisman? Keine Ahnung. Das kann sein. Oder ich habe es nicht gekauft. Ich bin der Meinung. Gut, dann, du hast eine Kamera, ja? Ja, und das sieht jetzt auch noch anders aus, ja. Hast du noch einen Slot frei? Nein. Ach. Das ist dann die Kamera, die Fotos macht oder die aufnimmt? Die aufnimmt. Na gut, dann spreche ich wieder mit dem Gang. Wie ist der? Ich habe den Namen schon wieder. David Thomas. David Thomas. Gut, kriegen wir das irgendwie hin. Oh, jetzt sieht's aber anders aus hier. Ist auch schick. Das ist ja jetzt ein Farmhaus, das ist jetzt auch auf 2 Stockwerken. Mhm. Jetzt ist die Kamera, gibt es hier 2 Eingänge? Nee. Ich merke eine Präsenz. Eine unheimliche Macht. Was möchtest du? Hä, ich wollte Licht anmachen. Altes Soldatenbild. Ich fühle mich so unwohl hier mit der. Hier liegt eine Axt. Können wir die gebrauchen? Das Radio geht. Das klingt ja unangenehm. Wie er es an- und ausmachen kann, kannst du weiß vielleicht auch. Oh, ein Hackebeil, das ist blutig.
Ich habe kein Namensgedächtnis. Der hieß Thomas, Dave Thomas. David Thomas. David Thomas. Bild. 1968. Hier hat jemand so eine Auszeichnung für den größten Kürbis oder so. Nee, Pumpkin Soup, also Kürbissuppe. Ach, Kürbissuppe. Geister, die Bier trinken müssen? Keine Ahnung, aber vielleicht wollen die auch mal ein kühles Blondes genießen? Oh, cool. Ich gehe hier kacken und hab hier so Bilder von Kindern und so. Ach, hier geht's nach draußen wieder? Das ist richtig, das ist genau das, was man möchte. Kacken gehen. Oh, eine verschlossene Tür. Noch eine Treppe. Riesig hier. Ey! Okay. Der Geist hat das Licht ausgemacht. Das ist der Sicherungskasten. Nicht da, wo ich bin. Oh, hier ist das Klo. Oh, ich verlag mich hier doch wieder. Oh, hier hat jemand eine Axt in einen Spiegel geworfen. Bist du schon oben? Ja. Komm zu dir runter, ich hab Angst. Dann komme ich zu dir, weil hier hinten sind wir, glaube ich, durch. Ich mich nicht verlaufe. Ja, ah. Gut, dass das eine UV-Lampe hat. Ich glaube, ich kaufe mir auch nochmal eine Taschenlampe, dass wir hier mit zwei Taschenlampen mal rumlaufen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. So, genau. Ich fing damit an, das Badezimmer zu untersuchen. Noch immer nach Spuren? Ja. Ich habe jetzt hier gerade nur mein Messgerät. Ja, das ist ja auch sinnvoll, aber ich habe ja so, brauche ja sowieso diese UV-Lampe, damit ich überhaupt irgendwas sehe. Ja. Wo ist denn bei solchen Häusern, die keinen Keller haben, Sicherungskasten? Hier ist ja riesig. Kinderbettchen? Wo hoch, hm? Hier sind ja auch noch Räume. Alter, ich sehe gar nichts. Bist du? Alter. Oh, hier ist ein Handabdruck. Oh, dann kriege ich gleich einen Ausschlag. Zwei. Na, mehr als zwei haben wir hier nicht. Aber warte mal, ich nehme mal gleich hier den Handabdruck auf. Das mache ich auch. Journal. Finger abdrücken. Liegt noch da? Nee. Ich glaube, der ist weggegangen. Vielleicht ist er nach oben gegangen. Wirklich, aber lass uns doch erstmal diese Etage hier fertig absuchen. Der war ja nur ein Raum. Den warst du schon. Den einen war ich schon. Den dem hier? Ich bin nur noch Sicherungskraft. Vielleicht ist er auf dem Dachboden. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Haus baut, wo der Sicherungskasten oben auf dem Dachboden. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Die größte wahrscheinlich haben wir den unten einfach nur übersehen oder so. Vielleicht im Eingangsbereich. Mhm. Liegt hier eine Axt? Scheint Äxte zu mögen. Nee, da hinten. Wirklich. Da leuchtet es schon.
sehe ich was. Nein! Das Ding war aus, oder was? Doch einen Ausschlag gehabt. Vielleicht habe ich es gerade ausgemacht. Das wäre jetzt echt blöd. Ich hier überall rumlaufe und... Ja, du siehst ja, so eine Lampe ein bisschen leuchtet das doch immer. Ja, ich wollte gerade die Taschenlampe ausmachen. Ich lasse die einfach an. Was ist? Ausschlag beim Baby. Das ist viel schlimmer. Ach so, bei unserem Baby. Ja, ja. Ich suche doch nicht zum Geist Baby. Ja, weil da in dem Raum eben auch ein Kinderbettchen war. Deswegen. Ach so. Ich richte mich hier nur noch aus. Hä? Haben wir hier kein Licht angemacht hier unten? Oder hat er schon wieder Licht ausgemacht? Nee, ich glaube, ich hatte hier hin und her geklickt. Nee, hier geht kein Licht. Ah, das ist wieder ausgemacht. Ich habe gerade einen. Hier nochmal ein Bad. Nee. Der mag kein Licht. Vielleicht ist ja noch ein Aus. Du mal gucken, ob der hier beim Sicherungskasten noch irgendwie Fingerabdrücke. Ich habe doch schon den Beweis Fingerabdrücke. Achso, ja, okay, stimmt. Jetzt geht das Licht an. Ja, ich habe den Lichtschalter betätigt. Okay. Muss ich echt. Das Licht geht. Jetzt. Oh! Oh! Was denn? Ich höre was. Ah, nochmal. Da ist was. Hatten wir nochmal für Mission? Ich finde das gerade echt extrem eklig. Ja, hier ist er. Mir ist kalt. Ich habe ein Thermometer. Warum habe ich den Thermometer nicht dabei? Ich würde gerne hier die Kamera irgendwie dahinstellen. Ja, mach doch hier eine Tür. Nichts ist hier vorne. Wir waren das nochmal. F noch. Ja, ja, ich seh nur leider nichts. Ja, ich leuchte doch. Ja, dann halt doch mal still. Ich kann hier nichts ausrichten, wenn du die ganze... Ja, du sollst doch nicht in dem Flur, du sollst da weiter zur Tür. Da bringt doch nichts. Hier drin war da auch ein Ausschlag. Ich seh nichts. Ich kann die nicht ausrichten, wenn ich nichts sehe. Hier, ich leuchte die Ecke. Siehst du jetzt was? Ja. Ich kann die da aber nicht abstellen. Sie auf irgendwas abstellen. Hier ist ein Bett. So, ich hoffe, die ist jetzt auch an. Oh, meine Taschenlampe flimmert. Lass mal hier raus. Ja. Bitte nicht so schnell, ich sehe sonst nichts mehr. Ich wieder an ist. Der Geist ist hinter uns her. Ja, ich versuche ja schon runterzulaufen. Gerade echt nervös. Hör den direkt hinter mir. Alter Heinrich, ich bin gleich im Arsch. Ich weiß es schon. Ja, jetzt konzentrier dich doch mal. Wo ist denn hier der Ausgang? Bei dem richtigen großen Haus hier. Hier geht's auf jeden Fall raus. Ich hoffe, man kann ins Haus rumgehen. Kann man nicht laufen? Ich krieg hier das Laufen aber nicht hin. Nee, man kann nur schnell gehen, man kann nicht richtig laufen. Bist du schneller weg als ich, also. Wie ist denn unsere geistige Gesundheit? Meine ist bei 41, deine bei 39. Aber steigt jetzt auch wieder.
42. Aber wir müssen unter 25. Also ein bisschen Kontakt brauchen wir noch. Ja, Gefriertemperaturen. Es fehlt uns auch noch ein dritter Beweis. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich ein Thermometer kaufen soll. Brauche. Fingerabdrücke und Winston sein. Ist es wieder 50-50? Ach, warte mal, du hattest doch auch einen Ausschlag, oder? Fünfer vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Doch, einen vollen Ausschlag hatte ich, glaube ich. Ja, stimmt. Dann haben wir doch alles. Stimmt. Fingerabdrücke, dann ist das doch wieder hier ein, Phantom, oder? Banshee. Wenn du alles drei angegeben hast, ja, dann kannst du den Geistertyp umklicken. Stimmt. Also ich bin zufrieden. Warte mal, erreichen sie... Art wissen wir jetzt. Weise haben wir. Was ist mit dem Kruzifix? Ich werde hier nicht mehr Kruzifix. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ist, wenn du attackiert wirst. Kann ich? Den brauchen wir hin. Kann ich Taschenlampe und so. Ich beobachte dich. Ich bin genau von da gekommen. Aktivität. Oh, dieses schnelle Gehen, echt. Ey. Die Aktivität steigt schon mal. Ja, ich versuche erstmal den Eingang wieder zu finden, wo wir rausgekommen sind. Der ist hinten rum. Ja, damit ich gleich weiß, weil der wird da bestimmt oben sein. Siehst du mich auf der Karte bei dir? Der Map? Gerade nicht. Ah doch, ja, jetzt sehe ich dich. Ja, schon gar nicht. Das war. Geh geradeaus weiter. Durch den Raum durch, leicht rechts, ja, geradeaus weiter. Wieder nach rechts, dann kommst du zur Treppe. Ich sehe leider nur das Erdgeschoss. Das war eine Doppeltreppe. Oh, da ist wieder ein bisschen Ausschlag. Meine geistige Gesundheit? 31%. 36, 31. Ah nee, hier war der Raum. Ich müsste wahrscheinlich auch nochmal reingehen, wenn wir auf unter 25 kommen wollen. Meine steigt jetzt natürlich wieder. Gerade warst du bei 29. Bleib einfach im Eingangsbereich stehen. Okay, meine Idee klappt. Ja, die Vordertür ist übrigens abgeschlossen. Jetzt kriege ich Angst. Das mit den Bildern ist echt gruselig. Jetzt mal so nebenbei gesagt, finde ich. Ah, ich glaube, da hat mich gleich. Sehe nichts mehr. Wer blinkt mit meiner Taschenlampe? Okay, mit der Kamera, das ist nicht meins.
Aber ich habe ihn, glaube ich, nicht drauf gehabt. Ja, du bist zwar bei 20, aber ich bin bei 43, also wir sind durchschnittlich jetzt bei 34. Du warst aber auf jeden Fall sehr nah bei ihm. Wollen wir trotzdem fahren, ich habe echt Bammel gerade. Ja, ein bisschen Bammel hatte ich auch, also die Kamera, das ist, mit der Kamera ist es gruselig, finde ich. Von unter 25%. Durchschnittlich. Ach, durchschnittlich? Verdammt, da musst du nur mal reingehen. Vergiss es. Hier, kriegst du mal eine Lampe? Vergiss es. Du musst da reingehen. Du musst wahrscheinlich nur da einmal die Treppe hoch und dann... Mehr musst du doch gar nicht. Ich dachte, das reicht, wenn ich unter 25 habe, aber nee, dann ich habe auch kein Kruzifix und das mit dem Thermometer habe ich nicht. Das nervt. Wozu brauche ich ein Thermometer, wenn ich das nicht nutzen kann? Oder liegt das hier irgendwo und ich habe es nicht gesehen, wie die Scheißkamera hier ist? Kannst du mal bitte meine Gesundheit? 41%. Du wolltest das doch spielen. Ich habe das noch nicht mal auf dem Schirm gehabt, das Spiel. Irgendwann hat sie in den Kommentaren ja geschrieben. Mickey. Danke, Mad Mickey. Aber ich glaube, das war noch wer anders. Ich habe es aber schon vergessen. Muss sein, dass es... Das Wölfchen war es, glaube ich. Ey. Durchschnittlich 33%. Für 29. Scheiße. Na toll. Vor der Tür ist zu. Ist abgeschlossen. Rechts von dir war eine Tür, glaube ich. Oder geradezu, ja, geradezu. Die ist auch abgeschlossen. Dann Ding. Ja, genau. Gegenüber. Genau. Ich höre ihn. Geradeaus. Und jetzt rechts müsste eine Tür sein. Da ist was Grünes eingezeichnet. Dreh dich um, schmaler Gang, darunter, genau, und rechte Seite müsste gleich in Tür kommen. Wenn es blöd, hier Türen aufzumachen. Ziehen. 28%. Geh da nicht nochmal rein, vergiss es. Oh Mann, wie wollen wir das Spiel denn spielen, wenn du dich nicht traust? Ach Mann. Ich glaube, ich muss das einfach noch ein bisschen häufiger spielen und vielleicht doch mal im Helm. Es geht ja nicht in Helm. Die Geister kommen ja, wenn es dunkel ist. Ja, ich meine... Dann siehst du aber noch weniger auf dem Bildschirm. Hey, ich bin jetzt nochmal... Durchschnittlich 25 hatten wir kurz. Ach ne, unter 25, Entschuldigung. 1% fehlt noch. Das ist jetzt das Problem. Kann's raus. Wir waren bei 23. Oh Gott sei Dank. So, ja, Kruzifix habe ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ist gleich noch irgendwie. Gucken. Ich muss hier runterkommen, damit ich schlafen kann. Ja, wir müssen gleich eigentlich schon langsam ins Bett. Muss doch irgendwas gucken. Was haben wir gesagt? Banshee, ne? Jo. Temperatur, Ausschlag. Ja, dann... Der Puls ist gerade sonst wo. Ja, okay. Mal gucken. Ob wir gute Arbeit gemacht haben. Geleistet haben. Wir sind die Ghostbusters. Oh, das Kind hat sich gedreht. Oh, das ist gruselig. Das macht es häufiger. Es war ein Gespenst. Scheiße. Huh. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Die Fotos haben 15 Dollar gebraucht. 20 nochmal. Aufgaben 2 und 4. Ja, gut, dass ich nochmal reingeschickt habe. So habe ich 35 Dollar gekriegt. Und du? Ja, ich auch. Na, ja, das ist ja wenigstens was. Ah, oh, was wir war? Sind Level 2. Ja, aber was war denn jetzt ein Gespenst? Also, was bringen mir die Erfahrungen?
Anzahl der Geister. Ach so, das ist wahrscheinlich so insgesamt. Wie kann ich denn jetzt, warte mal, kann man nochmal nebenbei aufs Buch gucken hier? Weil wir machen jetzt ja sowieso. Nee, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, was für Kriterien das Gespenst hatte. Ich würde gerne nochmal ins Journal gucken wollen. Das tägliche Herausforderung. Ja, das interessiert mich nicht. Das ist ja doof, dass ich jetzt ist. Ich kann jetzt nicht ins Journal gucken. Sie ein. Boah, das ist doch echt motherfucking hier. Ich will jetzt wissen, was ein Gespenst war. Vielleicht hatte ich doch keinen 5er Ausschlag, aber ich bin der Meinung, es war ein 5er Ausschlag. Und wir hatten ja nur Banshee und es war kalt. Und du hattest Fingerabdrücke, hast du gesagt. Ja. War bei dem Kinderzimmer. An Handabdrücke. Wir hatten doch nur Banshee als Auswahl. Ich raff das nicht. Ja, vielleicht hatten wir doch keinen 5er Ausschlag und es war nur ein 2er Ausschlag. Ihr habt es ja bestimmt gesehen. Wir uns das nochmal sagen, was für ein Ausschlag hier? Ja, ich gucke auch gleich nochmal in die Aufzeichnung. Ach, dann müsste ich die genaue Sekunde rausfinden. Ah, ich gucke da trotzdem kurz rein. Das wurmt mich gerade. Gut, aber macht Spaß. Ich fand. Was war dein gruseligster Moment? Also auf jeden Fall fand ich super gruselig, als ich in der ersten Jagd heute, oder? In der letzten Folge, und oder war es diese? Wir haben ja dieses Mal zwei Jagden. Ach ja, stimmt, ja. Und ich fand es extrem eklig, als wir oben auf dem Dachboden waren und, ich weiß nicht, hast du den Rest auch gehört? Der hat nämlich so, Kann sein, ich höre so ein ganz oder? Ekliges Geräusch gemacht und das fand ich echt richtig widerlich. Ich höre im Spiel da häufiger irgendwas, Türen auf, Tür zugehen, ja, keine Ahnung. Aber ich habe halt so wirklich, und dann habe ich halt diese Schritte ganz dicht hinter mir gehört und immer lauter und leiser hinter mir. Also ich hatte den Eindruck, der ist kurz davor, mich zu greifen. Okay. Echt richtig. Das hatte ich nicht gehört. Also ich fand das mit der Kamera irgendwie gruselig. Ich habe Schritte gehört quasi. Und das war ja die Treppe, die noch einmal nach oben gegangen ist quasi. Ich war ja am ersten OG und es ging noch einer zum Dachboden. Und ich habe ihn gehört. Und dann dachte ich mir, okay, ich bewege mich rückwärts, nehme schon mal die Kamera und gucke, fotografiere. Ich gucke dann, was da in echt passiert. Mache einen Knipser, gucke auf die Kamera, gucke wieder, was in echt passiert, mache einen Knipser. Ob ich den so kriege, weißt du? Das fand ich gruselig. Das kannst du nächstes Mal wieder machen, die Fotoknipserei. Super. Also ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall euren Spaß mit gerade meinem Rumjammer. Ihr habt das ja auch schon geahnt, dass das so läuft. Ich werde doch auch jammern. Alles gut, wenn ihr richtig Angst haben. Gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder ein Abo und ansonsten... Auch gerne ein Like. Ah ja, ein Like, ja. Genau. Ich muss jetzt noch Blödsinn, ich kann so nicht schlafen. Gut, dann bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.